Ne, Zahlen wäre es eine 45%. Ach so, je nachdem, was fehlt oder so, ändern sich die Prozent. Ah, okay. Dann mag ich eine 100%-Tastatur, also die F-Reihen und Nummernblock hat. Die mag ich dann. Will Tasten. Und dann habe ich auch noch 5 Makro-Tasten noch zusätzlich auf der linken Seite. Als ich angefangen habe, bin ich auch erst brav auf die Trainerschule gegangen. Schule. Wow. Wir gehen hier nochmal raus. Dieser leichte Dreheffekt so um 10, 15 Grad. Wow. Dave mag sogar 102%. Aww. I like big butts and I cannot lie. Nee, I like big keyboards and I cannot lie. Also, mein Pokémon neulich war echt der Wahnsinn. Nach dem Kampf hat er sich doch glatt weiterentwickelt und Form und Aussehen geändert. Boah, das ist ja überraschend. Mal entwickeln sie sich, mal nicht. Die Pokémon sind wahrlich wundersame Geschöpfe. Auf keinen Fall draufgehen. Da ist gerade ein Experiment im Gange. Vivian hat jedenfalls ein ganz ernstes Gesicht gemacht. Aber wir sollen zu Vivian. Oh, ich mag mein Numpad, ich auch. Arbeite eigentlich relativ... wenn ich Zahlen eingebe, arbeite ich eigentlich immer mit Numpad. Zumindest sobald es mehr als 3 Zahlen sind. Ich bin da deutlich schneller, wenn ich das einfach mache. So, die da oben sind mir eh egal. Das ist nur Online-Gedöns. Hi. Nimmst du dir auch immer schön alle Pokémon? Je mehr du an deiner Seite hast, desto besser sieht es für dich im Kampf aus. Und außerdem macht es riesen Spaß, den Pokédex und die Boxen aufzufüllen. Jo. Gotta catch 'em all und so, ne? Also, mir war das ja bis vor kurzem nicht bewusst. Aber je mehr Orden man hat, desto mehr verschiedene Items werden einem im Laden angeboten. Und weil ich noch keine Orden habe, kann ich auch immer noch nur nicht mal, dass man ohne Orden kein Recht auf Paralyseheiler und Gegengifte hat. Das ist frech in dieser Region. Haben wir geheilt? Wir haben geheilt, oder? Ich wollte nicht, dass er zu meiner Größe passt. Ich liebe Gen 5 und Dave liebt Gen 2. Also bisher finde ich es gut. Bisher habe ich meinen Spaß. Ich finde es schön. Hey, Trainer, hast du auch genügend Pokébälle? Hier, den schenke ich dir. Ein Superball. Oho, oho. Das ist aber nett. Pokébälle kann man nie genug haben. Und je besser der Ball, desto leichter ist es, das Pokémon zu fangen. Neues. Hast du noch einen Meisterball? Meine Frau habe ich bei einem Pokémon-Kampf kennengelernt. Ich habe kein einziges Mal gegen sie gewonnen. Mein Mann und ich sind wirklich wie füreinander bestimmt. Okay. Oh Gott. Bei der Anzahl an Kindern? Ein Trainer auf Reisen, wie schön. Deine Familie spricht jetzt besser voller Stolz über dich. Ich wollte den Müller einmal anquatschen. Eines Tages wird das Sinn sein. Ich war neulich im Ausland und habe dort einige Pokerkämpfe bestritten. Okay. Ach, da kommt uns noch was dazu. Was für Spitznamen haben deine Pokémon denn so? Ein Spitzname festigt die Bindung zwischen dir und deinen Pokémon nochmal ungemein. Wir haben Neon bisher, hauptsächlich. Ich hätte es gehofft, wir können vielleicht Yorkleff nochmal umbenennen hier. Eventuell hätten wir Yorkleff einen Namen geben sollen. Überlege ich mir gerade. Ist das ein Eingang? Nee, ne? Nee. Also ich finde, dass Gisela mit dieser Aussage ihr allgemeines Charisma gesteigert hat. Was? Achso. Wenn du Gen 5 magst, Gisela. Strategy mag Gen 5 auch. Ich glaube, es ist von euch beiden die Lieblings-Gen, oder? Wenn ich das jetzt gerade richtig im Kopf habe. Also, ein Pflanzen-Pokémon ist anfällig gegen Attacken vom Typ Feuer. Aber ich weiß noch vieles mehr. Achso, ja, und dann sagst du immer das Gleiche. Mülleimer. Leer.
irgendwann. Da gibt es dieses Model, das in letzter Zeit sehr beliebt ist. Aber so schön wie Camilla ist, so stark ist sie auch mit ihren Pokémon. Ah ja, die Camilla. Die Stärke eines Trainers kann man an der Anzahl seiner Orden ablesen. Wenn du als Trainer etwas auf dich hältst, dann fordere die Arena-Leiter heraus und hol dir die Orden. Im ersten Stock des Pokémon-Centers findest du die GTS, welche die ganze Welt miteinander verbindet. GTS steht für globale Tauschstation. Cool, globale Tauschstation. Ergibt Sinn. Ich mag's eben feurig, von daher trainiere ich nur Feuer-Pokémon. Aber neulich hat mir einer mit seinem Wasser-Pokémon, total nass gemacht. Tja, da werde ich wohl noch ein paar Pokémon eines anderen Typs trainieren müssen. Jetzt steht dieses blöde Nagelos vor dem Mülleimer. In dem Mülleimer ist bestimmt Meisterball. Und jetzt, sowas würde ich machen, als Game Freak. Dann den Meisterball reinpacken und jemanden hinstellen, dass du nicht hinkommst. Ich habe mit Gen 4 und 5 gestartet. Wow. Ich fühle mich mal so alt, wenn ich euch zuhöre. Also ich habe mit Gen 1 gestartet. Ich habe eventuell mit Pokémon das Lesen gelernt. War einer der Anreize für, ich möchte jetzt noch besser lesen lernen, also so richtig lesen lernen, um Pokémon spielen zu können. 6 Pokémon zu trainieren, das ist ganz schön anstrengend. Es gibt daher nicht wenige Trainer, die auf ein Kernteam schwören und sich ganz und gar auf 3 Pokémon konzentrieren. Ja, verständlich. Als Gen 3 rauskam, war ich nicht mal auf der Welt. Alter. Als Gen 3 rauskam, war ich in der 6. Klasse? Ich glaube, müsste 6. Klasse gewesen sein. Lesen gelernt? Mein Charname. Das war halt immer so. Ist einfach irgendwas wild geklickt. Okay. Und werde in 2 Monaten 21. Ich werde diesen Monat noch 31. Beschwer dich mal nicht. 21. In der Traumbranche einer Fabrikruine. Moment, was? In der Traumbrache? Nee, nicht Branche. Der Traumbrache einer Fabrikruine soll es ein seltenes wildes Pokémon geben, das sich offenbar in eine Traumwelt entführen vermag. Ich will gerne in eine Traumwelt. Wenn der Typ eines Pokémon und einer Attacke gleich ist, so steigt die Stärke. Ja, das hat mir ein Arena-Leiter verraten. Step, same type attack Bonus. Hier in Orion City an einen Orden zu kommen, ist nahezu ein Ding der Unmöglichkeit. Jedes Mal, wenn ich mich der Herausforderung stelle, erwarten mich Pokémon, deren Typ mir nicht liegt. Ich bin und bleibe Ferrus. Würde mich auch wundern, wenn nicht. Ich liebe Pokémon und will noch mehr über sie wissen. Und genau dafür gibt es die wunderbare Trainerschule. Oh nein, Schule. Die Pokémon haben allerlei mysteriöse Fähigkeiten. Die meisten davon kommen im Kampf zu tragen. Ja. Man kann die Entwicklung eines Pokémon auch unterbinden. Wusstest du das? Ja, B. Ich lese dir mal aus dem Buch hier vor. Sobald die Evolution des Pokémon einsetzt, kann man mit Hilfe des B-Knopfs so sehr erschrecken, dass es in seiner Entwicklung gestoppt wird. Das ist die Erklärung. Ich erschrecke das Pokémon, weshalb es sich nicht entwickeln kann. Wow. Wollen wir ein kleines Quiz über Statusprobleme machen? Ja. Also, hier kommt die Frage. Mit welcher der folgenden Items kannst du als vergiftetes Pokémon... Ich hab nicht geklickt. Okay, war richtig. Dann bin ich so goldrichtig. Kommen wir zur nächsten Frage. Ein paralysiertes Pokémon machst du mit einem Paraheiler wieder mobil. Aber ein Pokémon, das eingeschlafen ist, wächst du womit wieder auf? Aufwecker. Bingo, bingo. Absolut richtig. Mit Statusproblemen kennst du dich aus. Da wird dir das hier sehr nützen. Ein Hyperheiler. Sehr schön. Ein Hyperheiler ist schon was Feines. Schließlich heilt er durch die Bank alle Statusprobleme. Sogar Verwirrung. Es gibt Attacken, die man nur mit technischen Maschinen erlernen kann. Eine technische Maschine kann beliebig oft verwendet werden. Ja, das geht in Gen 5. Nice. Ich liebe meine Aquana mehr als alles andere. Internet Ruin Vaporeon, yes.
Kann beliebig oft benutzt werden. Also nur zu. Und falls du mit einer Attacke nicht zufrieden bist, verwende doch einfach eine andere technische Maschine. Warte, ich hab gehofft, da gibt's nur noch eine. Wird ein Pokémon vergiftet, schwinden seine KP nach und nach. Ja, das ist aber nur im Kampf so. Na, Dave? Musst du die Arena-Leiter? Nö. Wer ist erst das Zelt, das etwas bringen will, der muss sich im Kampf bewähren. Es ist also auf jeden Fall das Beste, gegen die Arena-Leiter anzutreten. Du, Dave, tritt doch mal gegen mich an. Oh, ich möchte herausfinden, wie wichtig der Einsatz von Items im Kampf ist. Okay, wir haben Gehalt. Höchste Zeit herauszufinden, wie wichtig Items sind oder wie weit man ohne Items kommt. Aber wir kämpfen hier drinnen. Das Ganze darf also nicht zu wild werden. Oh. Ich dachte, das kommt so. Wir kämpfen nicht hier drinnen. Darf also nicht zu wild werden. Okay. Surfer, Feuersturm, Sonnentag, Blizzard. Was sitzt du ein? Nagelutz, oder? Nee. Dein Floink! Ah ja. Ah ja, wir haben Idiocliff draußen. Na gut. Beißen wir es mal. Da bist du noch kein Kampftyp. Schreck zu weg. Schade. Ich glaube, die Tür ist gerade aufgegangen. Ja. So. Ich kämpfe einfach mal ganz kurz weiter und mute mich so lang. So. Wie erwartet ist der Einsatz von Items von größter Wichtigkeit. Hier, Dave, diese Beere ist wirklich, es gibt doch Beeren. Und hallo, Angry Bacon, schönen guten Abend. Eine Siedelbeere, die heilt 10 HP? 10 HP müsste die sein. Es gibt eine Bärentasche, okay. Gibst du deinem Pokémon diese Beere mit, so isst es sie im Kampf von selbst, sobald seine KP schwinden. Von Menschen hergestellte Items wie Tränke kann es aber nicht selbst verwenden. Also, viel Glück. Okay. Hey Bacon, ne, du leckeres Stück. Auf der Tafel stehen Erläuterungen zu den Statusproblemen, die sich Pokémon im Kampf zuziehen können. Welche möchtest du lesen? Nein, gar keine. Also, die lesen wir wirklich nicht. Ich möchte aber eher das da gucken. So, nee. Das sah so aus, als wäre das noch extra hingeklebt. Also das brauchen wir wirklich nicht lesen. So basic sind wir halt doch noch nicht. Irgendwann mache ich mal einen absoluten... Da steht jetzt ein anderer. Absoluten Basic Run, oder? Und erkläre alles. Es gibt einige Trainer, die in der Traumbrache trainieren. Begib dich doch auch mal dorthin. Vielleicht findest du ja was. Brauche. Hier im frisch gebackene Trainer. Okay. Mit die Schimmer. Ah ja. Der ist weg in die Schule. Nein. Weg mit Schule, ey. Schule ist ein System, das mir halt
gar nicht liegt. Es ist schön, dass man so viel Freizeit hat, ja. Nee. Ich bin eher so der Learning by Doing-Typ und nicht dieses theoretische Lernen. So. Ich speichere aber mal. Wow, ich habe auch gesehen, wir sind über 3 Stunden da und ich habe noch keine Pause gemacht. Ich kann mehrere Sachen gleichzeitig machen, geübt von meinem Job. Ja gut, das ist, mehrere Sachen gleichzeitig machen ist nicht das Problem. Im Gegenteil, aber Schulen sind... Das Problem sind auch oft Lehrer. Zum Beispiel, wenn du mal in der Oberstufe warst, 12. Klasse und so, da bist du relativ frei. Und wenn du dann in die Berufsschule gehst, fühlt sich das wie ein sehr harter Rückschritt an. Wenn du einmal diese erwachsenere Lernstruktur hattest und dann wieder in dieses klassische Ich bin der Lehrer. Blablabla. Nee, geht gar nicht. Welches Level haben wir jetzt gerade eigentlich so? 10 und 11. Was hat denn die Arena so, ne? Komm, gucken wir mal in diesen Brach. Traumbrache. Hallöle Dave. Natürlich ein Trainer. Aber es sind alles Anfänger, hieß es, ne? Ja, ich trainiere hier mit meinem Team. Was hältst du von einem kleinen Kampftraining? Finde ich gut. EP sind EP. EP sind gut. Die Göre Inka. Und die hat schon 2 Pokémon. Bililu. Level. Ja, wir sollten vielleicht hier trainieren. Wie findest du das Spiel bisher? Ich habe bisher Spaß. Ich mag die Animation. Noch viel Text. Aber... Also wenn... Ich habe auch kein Problem damit, wenn es so in Anführungszeichen storylastig bleibt. Zuschuss. Okay. Hä? Moment. Ah. Hä? Wie konnten das Ding jetzt 2 Attacken einsetzen? Was ist Zuschuss? Kann unser Fedilu das auch? Muss man gleich mal gucken. Das ist ja... Frech, 2 Attacken. Noch ein Fedilu. Ja. Mein Neon noch reinhauen. Weißt du, Dave, denke gerade nach. Diese kurzfristige Ableckung von dir und Kisawa und Ferros und so weiter ist zwar nett und schön, aber morgen geht's weiter mit dem Safran. Das ist das Problem mit Ablenkung. Wir sind nie von langer Dauer. Ja, halt mir hier. Deswegen, langfristige Hilfe ist immer gut. Ein Crit, schön. Und wieder Zuschuss. Ist Zuschuss sowas wie Schlaf, der das einfach eine random andere Attacke genommen wird? Nur ein halbes Level, Wahnsinn, du bist der geborene Trainer. 128, 2er Potenz, nice. So, sag gar nichts. Ja, also ich bin bei Filio. Ich bin hier auf einen Arena-Orden aus, aber ich will auch gegen dich gewinnen. Der Letzteres hast du verkackt. Ich kann da nicht runterfallen. Da kommen wir nicht durch. Mal gucken wir ganz kurz Fedilu an. Flexibilität. Verhindert Paralyse. Kratzer Heuler. Du kannst es nicht. HD. Ah, habe ich gerade das Intro von Last Resort im Kopf. Oder lange her. Can't remember. Wir spekulieren jetzt einfach mal drauf, dass er auch 2 hat. Muss ich jetzt nicht switchen. Mein Ziel ist es, über das Niveau eines Arena-Leiters hinauszuwachsen. Denkst du immer noch, du hättest auch nur den Hauch einer Chance gegen mich? Ja. Das ist ein Anfängergebiet. Also ja. Oh, er hat sogar 3. Teenager Julian! Er kann keinen Ratzwurz haben, schade. Weil Teenager Julian ist der erste Fight,
den man in Gold, Silber, Kristall hat. Das ist der mit seinem Wattwurz, der ihn immer wieder anruft und sagt, mein Wattwurz ist bei den Top 10% Wattwurz. Im Deutschen heißt der Teenager Julian. Im Englischen ist es Youngster Joey. Genau. Sowas ist wichtig, sowas muss man wissen. Deswegen, ja gut, Nagelotz kommt nah genug an Radfratz hin. Und Fun Fact ist sogar ein optionaler Kampf. Ich hätte schon gerne das Level Up noch. Ich habe immer so random Musik im Kopf, kenne ich. Meistens ist es Tetris. Ich habe halt in meinem Leben so viel Tetris gespielt, das ist ein ständiger Ohrwurm bei mir. Durch Zuschuss kann ein Pokémon eine Attacke aus deinem Team einsetzen. Das ist aber eine Random-Attacke. Aus meinem Team, also auch an das, was an Stelle 4 ist, was gerade gar nicht kämpft. Das heißt, wenn ich ein Pokémon hätte, das Hyperstrahl hätte, weil ich es getauscht habe jetzt gerade, könnte der Gegner dadurch Hyperstrahl einsetzen. Das ist hart. +3 Angriff. Rechte Hand. Actually, wenn du es einsetzen würdest. Moment. Also von... Ich klaue eine Attacke von meinem Gegner. Kraft eines Angriffs des Freundes. Ja, also es ist eine gute Attacke für Doppelkämpfe, aber selbst da... Nein, noch. Ich werde Attacken behalten. Nicht erlernen, Eingriff. Überleg mal Explosion. in der Nuzlocke, richtig gut. Hier ist ein Haar. Ich gerade. Noch ein Yorklev, yes, jetzt wechseln wir. Nähern muss nachgelöst werden. Ach, aus dem Ei, okay. Also. Okay. Das heißt, wenn der Gegner das einsetzt, ist es von irgendeinem anderen Pokémon. Oh, deswegen ist das vorhin fehlgeschlagen, weil der nur ein Pokémon hatte. Oh, jetzt verstehe ich. Und ich kann, wenn ich zum Beispiel merke, oh, ich habe gerade nichts Effektives gegen den Gegner, gegen den ich gerade kämpfe, kann ich darauf ankommen lassen, dass ich eine gute Attacke von meinen anderen Pokémon klaue. Verstehe. Das ist eine spannende Attacke. Die kann... Sie ist halt RNG. Kann dir aber in einer Zwickmühle eventuell helfen oder alles schlimmer machen. Ja, okay, ist cool. Doch. Den Gamble würde ich halt öfter eingehen. Besser ist es, wenn wir diese Attacke also nicht haben. Okay. 112. Wir haben alle so wenig Geld. Läuft ja auch noch weg. Du, sag doch mal. War denn dein erstes Pokémon? Ein Serpifeu. Verstehe. Dann passt dieses Solamak hier wie die Faust aufs Auge. Es hat einen Vorteil gegen Pokémon des Typs Feuer, gegen die dein Serpifeuer benachteiligt ist. Willst du dieses Solamak haben? Ja. Es kann Wasserattacken benutzen und ist somit effektiv gegen Feuer-Pokémon. Wir haben einen Solamak bekommen. Okay. Das war, ach, das waren diese Affen, ne? Sind so hässlich. Nee. Wenn du Pokémon verschiedener Typen dabei hast, erwischt dich kein Pokémon mehr auf dem falschen Fuß. Das ist wichtig. Was bist du denn? Level 10. Das ist sogar brauchbar. Mutig. Traumbrache. Sehr pedantisch. Minus Initiative plus Angriff. Oh, was hast du? Hast Aquaknarre, Schlecken? Jetzt ist Kratzer wieder schlechter. Als Tackle. Auch spannende Generation. Völlerei. Zum frühzeitigen Verwenden einer Beere. Kein Item dabei, schade. Okay, cool. Wenn dir einfach ein Affe geschenkt wird, ja. Ein Wasseraffe. Die drei Affen basieren ja auf den drei Affen. Ich höre nichts. Also hier nur Evil, hier nur Evil, say no Evil.
kommen wir jetzt wahrscheinlich nicht durch. Das ist ein Item. Und dieser Pylon kommt wahrscheinlich später weg, ne? Blitzende Augen durch? So ein klein wenig in dem Loch da oben in der Mitte. Da ist einfach nur ein Licht. Was zum Affen? Hm. Naja, komm hier nicht rein. Ja gut. Dann die Affenbande brüllt. Ja gut. Dann heilen wir und gehen jetzt in die Arena. Hilft ja nicht. Aber wir könnten noch mal gucken, ob wir schon weiterlaufen könnten. Wahrscheinlich laufen wir 5 Meter und es steht ein Baum im Weg. Wasseraffe, sag mal, hast du denn einen W-Affenschein? Oh Gott, Ferus. Ha. Wir gucken mal. Wir werden wahrscheinlich aufgehalten, oder? Oh, es geht's? Nee. Oh, das ist immer noch der Ort. Ein Pikachu. Hör mal da. Weißt du, was eine technische Maschine ist? Ein Gerät, mit dem du deinem Pokémon eben nur eine Attacke beibringen kannst. Du kannst sie beliebig oft einsetzen. We know. Kann man die anzünden? Soll das ein Taubsi sein? Du besitzt ja keinen einzigen Orden. Also, da wirst du es ab hier aber mächtig schwer haben. Lass mich dir einen Rat geben. Versuche dir den Orden dieser Stadt zu erkämpfen, wenn du wissen willst, was in dir steckt. Und er lässt mich halt auch gar nicht durch. Nein, nein. Okay. Niemand mag die Affen. Die sind so... Oh, wir kommen gar nicht zu dem da hoch ohne Surfer. Also ja, gemein. Bonk, 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 bonk. Aha. Wäre doch gelacht, wenn hier nicht noch irgendwas gewesen wäre. Ein Superball, na gut. Ist auch so kalt bei euch. Es geht. Die zwei Rechner, die gerade laufen, machen es ein bisschen wärmer. Orion City, die Stadt, die nach dem Dreigestirn benannt ist. Das Dreigestirn. Hi. Wie? Also, ich arbeite hier als Arenaleiter, aber wer bist du denn? Du willst dich an der Arena beweisen? Na, dann verrat mir doch bitte, welches dein Starter-Pokémon ist. Na, welches wohl? Serpifeu, verstehe. Das tut sich gegen Pokémon des Typs Feuer schwer. Du solltest dir also eine passende Gegenstrategie überlegen. Also, ich erwarte dich drinnen.